Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Light. Und ja. Viele neue Sachen haben wir gesehen, viele alte Sachen und... Oha. Oho. Ich will hier gar nicht sein, es ist so ungemütlich. Ich sollte in den Bunker gehen, ich werde immer mehr verstrahlt. Alter, puh. Ach ja, da war ja was. Stimmt, es ist ja auch noch ein Horrorspiel. Da war ja was gewesen. Aber da können wir jetzt mal was ausprobieren, was ich in der damaligen Folge gesagt hatte. Ob das wohl funktioniert, wenn wir uns nicht heilen, durch das Portal zu gehen, da durch dieses Tor gleich. Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Wir sind verstrahlt, also funktioniert das nicht. Also, so, Antistrahlenmedizin. Die können wir nutzen mit der 3. Oder halt I, Inventar öffnen, ja. Können wir natürlich auch machen. Okay, das haben sie natürlich nicht überarbeitet. Das sieht immer noch gleich aus, die Karte ist auch gleich. Gefährtenherstellungsrezepte, soweit waren wir natürlich auch noch nicht gewesen. Aber jetzt kommen wir auch hier durch. So. Gut. Dann dürfte das jetzt funktionieren. Dann haben wir die Frage auch geklärt. Wir kommen also nicht durch, solange wir nicht clean sind, quasi. Und jetzt geht das Ganze los mit Ressourcen sammeln. So, Umgebungsscanner zeigt grundsätzlich alle Ressourcen und Items in der näheren Umgebung an, kann aber auch nach bestimmten Kategorien gefiltert wählen über R und T Kräuter aus, um Kräuter, Herstellung, Medizin genutzt werden, suche und sammle sie. Ja. Haben wir ja schon ein bisschen was gefunden. Aber ich mache wieder auf Diverses. Denn ich möchte natürlich... Ich möchte natürlich alles sammeln, was wir hier kriegen können. Denn Ressourcen sind sehr wichtig, habe ich das Gefühl. In diesem Spiel. Und deshalb möchte ich hier alles mitnehmen. Ah, Musik? Gab es damals schon Musik? Weiß ich gar nicht. Doch. Ah, wie schön. So. Und wir brauchen Lagerschränke als erstes. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So, da drüben sind Sachen. Hier sind Sachen, die nehme ich noch alle mit. So. Da ist noch was. Das nehme ich auch noch mit. So, gut. Dann gehen wir mal ins Lagerfeuer. Jetzt müssen wir herstellen. Mit Q und E wähle ich. Und wir brauchen eine... Ich glaube, die brauchen wir, ne? Ich stelle die anderen beiden auch einmal her. Dann haben wir die. Und jetzt können wir uns quasi heilen damit. Items kannst du einsetzen, werden automatisch im Schnellmenü hinzugefügt. Verwende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um die neuen erstellte Medizin schnell einzusetzen. Das war... Eine kleine Menge Gesundheit, die ist auf der 6, ne? Jawohl. Sehr schön. So.
Unsere Psyche hat auch ein bisschen abgenommen, aber soll nicht so schlimm sein. Jetzt kommen wir ja quasi zu unserem Lager. Indem wir Igor wieder... Oder war das Igor? Nee, Igor sind wir. Indem wir Oliver das Passwort nennen. Hatten wir eine Parole festgelegt? Ich kann mich nicht erinnern. Schreien an! Meinst du das ernst? Er sieht nicht, dass ich es bin. Ich habe keine Zeit für so etwas. Oliver, das ist ich. Igor? Черт. Черт. Ностальгия. Мах то айфа ди тюр цу. Мах то айфа ди тюр цу. Ты же у нас на все руки, мастер. Осмотри здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. Da müssen wir jetzt erstmal aufräumen, ne? Jetzt geht das erstmal los hier. Erinnert ein bisschen auch tatsächlich an, Fallout 4, muss ich sagen. So, hier unten ist, glaube ich, auch noch Schrott, den wir noch beiseite schaffen können. So. Und dann würde ich auch diesmal tatsächlich mal so ein bisschen auch auf die Bedürfnisse natürlich gucken vom Oliver und so, dass der nicht wieder die Psyche senkt. Ich habe gelesen, in den Kommentaren hat jemand geschrieben, der würde sich über ein Radio freuen. Da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht die nächste Mal so ein Radio direkt dann bauen oder so. Und dass wir unser Lagersystem vielleicht hier oben auch wieder platzieren und Belüftung und tralala. Momentan ist ja Komfort immer noch 0 und minus 1 Schlafstellen. Das heißt, wir müssen natürlich eigentlich auch erstmal ein Bett bauen und so. Baue einen neuen Arbeitstisch. So, Bauwerkzeuge. Das ist ein Arbeitstisch, den sollen wir bauen, ne? Ich würde tatsächlich die Schlafplätze vielleicht hier unten. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir es machen. Ich würde hier oben schon den Arbeitsbereich machen, wie wir das auch hatten eigentlich. So mit Lager und so. Ich mache meinen Arbeitstisch hier hin. Können wir den da reinsetzen? So in die Ecke? Ja, nice. So, kann ich nochmal zurückgehen? So, ich brauche nämlich einen Schlafplatz für Oliver. So, hier. Dafür brauche ich Pilze oder hier? Ach, guck mal hier. Ein Sofa. Guck mal, es gibt sogar mehr Sachen jetzt. Das Sofa hatten wir, glaube ich, damals noch nicht, ne? Dann würde ich tatsächlich die Schlafplätze da unten hin machen diesmal. Komfortbasis plus 20. Wie kann ich das drehen? Ach so. So, pass auf. Da machen wir doch hier unten Schlafplätze hin. Ach, guck mal, das sieht doch sehr schön aus. So. Sollen wir noch eins bauen? Können wir noch eins bauen? Nein, wir können keins mehr bauen. So, sehr schön. Dann kann der Oliver hier unten schlafen. Dann hat er schon mal ein bisschen Komfort. Dann haben wir das doch auch schon mal geregelt. So, wir haben unseren Arbeitstisch. Konnten wir da was machen oder war der einfach... Nee, der war einfach nur da, damit wir bauen können, glaube ich, oder so, ne? Gut. Neue Runde, neues Glück. Hallo, da sind wir wieder, Oliver. Lang nicht gesehen. Припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. Ich verstehe. Er versteht es nicht. Die Liebe scheint nicht, schert sich nicht um Risiken. Aber ich stimme Oliver zu. Ich sollte mir wenigstens anhören, was er zu sagen hat. Er hat mehr Erfahrung als ich. Ладно, Оливер. Будь по-твоему. Рад, что ты прислушался. Видишь эту доску за мной? Будем использовать ее для планирования. Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или то, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Ja.
Erinnere ihn daran, wer das Sagen hat. Oliver hat vielleicht mehr Erfahrung, aber ich kann nicht zulassen, dass er die Mission übernimmt. Stimme Oliver zu. Alles, was er sagt, macht Sinn. Zumindest vorerst, ja. Ладно. Так и поступим. Genommen. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Ja, Татьяна heißt sie. Еще кое-что, пока ты не ушел. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Wie lange da wohl stehen wird mit der Waffe, wenn ich weggehe? So, hier haben wir also unseren Schlachtplan. Okay, der Anton ist leider gestorben, von uns gegangen. Wir haben noch den Oliver. Okay, Sniper. Someone needs to watch our backs. Genau, wir müssen noch jemanden finden, der für uns snipert. Damit wir wieder dahin kommen. Can infiltrate the power plant by penetrating to be a prisoner. Just someone... Okay. Also zum Infiltrieren brauchen wir jemanden. Also wir brauchen auf jeden Fall Leute, my team. Ja, danke. Danke, 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 danke. So. Ja. Dann heißt es für uns, es geht wieder los. Juhu. Deine erste Aufgabe zu Beginn des Tages ist die Tagesplanung. Wähle aus, welche Mission du persönlich erledigst und welche du Oliver anvertrauen willst. Wähle weise. Du kannst pro Tag nur eine Mission antreten. Правда. Munition. Отсюда все видно. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Оливеру или сделать все самому. Medikamentenabwurf, Munitionsabwurf. Hier ist Nahrung, ne? Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal Nahrung, weil Nahrung ist ja immer wichtig. Das heißt, ich würde auf die Nahrung gehen beim Hafen von Pripyat. Genau. Und er könnte theoretischerweise das Munitionslager, das Auge von Moskau machen. Die Nahtruppen haben eine Art Munitionslager in der Nähe des Auges von Moskau erreicht. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Beziehungsweise das kann Oliver machen. So. Drücke Enter, um die Mission zu starten. Denke daran, dass schwierige Missionen auch Opfer fordern können. Sobald du als auch dein Gefährt können verletzt, entführt oder sogar getötet werden. Aber vergiss nicht, auch der Hunger kann dich das Leben kosten. Ich möchte die Mission antreten. So, da wären wir wieder. Zurück am Hafen. Und es sieht einfach immer noch so unfassbar gut aus. Wenn du außerhalb deiner Basis in der Zone bist, kannst du ganz andere Sachen bauen. Drücke B zum Bauen. Vergiss nicht, dass Baueinheiten ziemlich laut sein können. In der Zone gefährlich. Nutze deinen Baum, ihn zu verlassen und okay. Stimmt, das hatten wir ja auch noch nicht gemacht, dass man in der Umgebung halt auch bauen kann. Das müssen wir dann mal ausprobieren. So, was ist denn hier auf der 7? Ich würde das gerne erstmal einmal so ein bisschen ummodeln. Schnellmenü. Ich hätte das gerne auf der 2. Den hätte ich gerne auf der 3. Also 1, 2, 3, genau. Also 1, 2, 3. Nice. Okay. Schön. Gut. Es läuft, Alter, es läuft einfach unglaublich performant. Das ist unfassbar. Sie haben auf jeden Fall definitiv dran gearbeitet, was ich sehr feiere. Und jetzt heißt es für uns, Ressourcen sammeln, erstmal reinzukommen, herausfinden, Informationen sammeln, etc. pp. So. Überall wieder Fragezeichen. Und ich denke, jetzt am Anfang werden wir auch, glaube ich, keine Schwierigkeiten erstmal haben werden, wie immer. Keine Kreaturen etc. und so. Und keine groß erwarteten Gegner haben. Vielleicht doch ein paar, aber ansonsten
die Musik. Bleib im Schatten. Werde unsichtbar. Nein, lass mich in Ruhe. Diese scheiß Puppen. Ich hasse sie. Diese scheiß Puppen. Ist ja eine Katastrophe. Okay, da soll ich vielleicht nicht lang gehen. Aber wieso werde ich hier verstrahlt? Oh, guck mal hier. Da sitzt jemand. Hallo. Oh, da sind noch ganz viele Ressourcen. Bevor wir mit dem quatschen, gehe ich erstmal Ressourcen sammeln. V war Licht, ne? Oh, Brot. Nice. Da ist auch noch was. Komme ich hier? Nein, ich komme nicht raus. Dürfen wir nicht vergessen, dass vor der Tür auch noch was ist. Wow, hat sich gelohnt. Aber da drin ist ja noch mehr. So ist es ja nicht. So. Ah, wie schön. Ich finde das jetzt nochmal wie ein neues Spielerlebnis, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist halt auch alles neu, denn sie haben ja dran gearbeitet. Man weiß ja nicht, was jetzt noch alles kommt. Oder beziehungsweise wir wissen ja, was kommt, aber was mag da alles neu sein und so. Und was kennen wir schon, was kennen wir noch nicht. So wie die ganz am Anfang, das mit dem Ladebildschirm, das Neue da, das ist ja schon heftig. Wo man in dieser anderen Welt ist, das ist schon krass. Noch ein erwartender Kunde. Willst du Geschäft deines Lebens machen? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Похоже, ты много где побывал. О, большой базар в Тегеране, европейская ярмарка в Варшаве, площадь Таксим в Стамбуле, где я только не был. Ich habe Dinger gesehen. Не сомневаюсь, но должен спросить, как безлюдная Припять может сравниться с такими яркими местами? Если есть спрос, я обеспечу предложение. Я Атлант, расправивший плечи. У меня Путин. Трамп и Гейтс на быстром наборе. Смотри. Правда? Стив Джобс? Да-да-да-да-да, он тоже. Конечно. Ну ладно, деньги правят миром, но бартер меня тоже устроит. Хочешь поторговать? So, plauder mit ihm, ging was über Tatjana weiß, Essen gegen Ausrüstung, tausche Ausrüstung gegen Essen. Ausrüstung gegen Essen, Essen gegen Ausrüstung, das ist aber auch neu, ne, oder? Я кое-кого ищу. Возможно, тебе знакомо это имя, Татьяна. Татьяна Амалиева. Она работала на электростанции. Она пропала 30 лет назад. О, прости, 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 друг. Женщин я давненько не видел. Слишком занят. Занят? Чем? Созданием целого мира новых возможностей. Я как Гордон Гекко, только умнее. И как Джек Ма, только усерднее. Ты ахнуть не успеешь, как я построю свою коммерческую империю на руинах Чернобыля. Удачи. Essen gegen Ausrüstung, Ausrüstung gegen Essen. Ты что-нибудь покупаешь? Конечно. На самом деле мне много чего нужно. Okay. Tausche eine Essensration gegen eine Gasmaske. Okay. Думаю, я пока наторговался. Gut. Удачи с твоей империей, Атлант. Herr unsichtbare Hand. Но удача мне ни к чему. Alles klar. Gut. Haben wir den jungen Mann auch kennengelernt. So, da in 90 Meter ist sogar was. Da können wir vielleicht mal hingehen. Da ist auch ein Fragezeichen. Ah, das ist, glaube ich, das mit dem Pier, ne? Das ist da unten, ist das. Ja, genau. Da erinnere ich mich noch dran. Was? Ah, hier. Oha! Oha! Da liegt einfach mal ein Rucksack. Sehr schön. Und ich wiederhole es gerne auch nochmal in dieser Folge jetzt und generell nochmal von vorne an. Dieses Spiel ist von den Machern von dem Spiel Get Even.
Für die Leute, die das Spiel Get Even nicht kennen, schaut euch das mal an, wer so ein bisschen auf Psycho-Horror steht, so ein bisschen mit Verschiebungen der Welten und tralala. Eine sehr geile Story, kann ich nur empfehlen, das Spiel. Ein sehr, sehr cooles Game. Sehr, sehr geil. Oha. Груз доставлен, но цена выросла вдвое. Ты же понимаешь обстоятельства и все такое. Нет! 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 Und dann lag er da. Das ist natürlich, ja. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, ich würde mal hier so die Richtung gehen. Oder auch nicht. Ich muss natürlich aufpassen, auch wegen Strahlung und so. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich ein bisschen um. Oha, was ist denn hier passiert? Ich habe kein Medikit. Kann ich nochmal zurückgehen? Ich kann ihm kein Medipack geben. Bei uns damals haben wir ihm Medikit gegeben, aber ich habe keins mehr. Nein! Okay. Kann ich eins herstellen? Ah, dazu müssen wir wahrscheinlich erstmal so ein Lagerfeuer haben, ne? Oha. Verdammt. Aber wenn wir ihm helfen... Wie gesagt, es hat ja hier auch Auswirkungen, glaube ich, was man hier tut und tralala. Deswegen, ja. Hier ist, glaube ich, ganz cool auch, ja, Pluspunkte zu sammeln. Und ich würde ihm gerne helfen. Was wollte ich gesagt haben? Ja, hier werden auch Kameraden sterben und so. Ich bin gespannt, weil Oliver hat ja eigentlich ganz gut überlebt in unserer ersten Runde Tschernobyl. Und mal gucken, ob er hier in dieser neuen Session jetzt quasi, ja, auch überlebt und wo wir hingeraten werden. Und wen wir alles noch erkunden, entdecken werden und wer uns noch helfen wird, Tatjana zu finden und nochmal zurück zu Tschernobyl in den Reaktor zu gehen. Das alles und viel mehr in einer weiteren Folge Tschernobyl Light. Danke fürs Zusehen. Tschüss.